meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von eurem MC-Zocker. Und ihr seht schon, wir sind hier noch im Minecraft-Menü. Nämlich, heute kommt der erste Part Überleben. Wir werden jetzt wieder eine neue Überlebensserie anfangen. Mit dann wieder ein paar Überleben-Videos hier erstellen, neue Welt erschaffen. Überlebensmodus, das ist ganz wichtig. Und ja, neue Welt erschaffen. Unser Ziel heute ist es Steinwerkzeuge. Und halt gebratenes Essen, dass wir uns halt ein bisschen was craften können und halt auch gut essen haben. Und ja, ich würde sagen, bevor ich dann noch anfange mit dem Überleben-Part, grüße ich noch ein paar Personen. Also, Grüße gehen raus an Gamer Let's Play, an JasterTube, an Lena, Pan Östen und an Aaron Reinmann. Wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst, schreibe einfach einen netten Kommentar. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier auch direkt schon gespawnt. Nice. Ich würde sagen, oh, das ist sogar ein Schneebiom, nice. Wir bauen jetzt erstmal ein bisschen Holz ab. So. Was ist das hier eigentlich für Holz? Ich glaube, wir sind hier in so einem dunklen Wald. Das ist ein Holz, nennt man Fichtenholz. Abbauen. So. Dünn, dünn, dünn. Und übrigens, ihr habt jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich vor dem Video hier mein Intro gesehen oder mein neues Intro. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal zwei Bäume ab. Oder wir machen jetzt erstmal Werkzeuge. So. So. Perfekt, wir machen uns erstmal, ich würde sagen, eine Spitzhacke und eine Axt. Wir machen hier schon mal die Sticks hin. Spitzhacke. So, und da noch ein Holz hin. So, perfekt. Dann holen wir die Werkbank wieder mit. So. Ich würde sagen, bis wir Sternwerkzeuge holen, warten wir noch ganz kurz. Vielleicht finden wir, läuft hier gerade noch ein leckeres Schweinchen rum. Dann komm, machen wir ein Holz noch. Perfekt. So. So. Okay, jetzt habe ich zwar kein Schwert, aber wir töten jetzt einfach mit der Axt, wenn wir ein Tier finden. Oh, was läuft da hinten rum? Wölfe, ja. Ein Hühnchen. Das muss man aber braten, bevor man das isst. Oh, hier fackelt alles ab. Okay. Wir warten mal noch, bis wir unter die Erde gehen, dass wir hin. Oh, sind hier leckere Tiere. Mm. Oh, ein Schaf, das ist ganz gut. Dann haben wir schon mal Wolle für unser Bett. Und da oben sind so viele Schafe. Ich glaube, ich bin noch nie irgendwo in einer Welt gespawnt, wo so viele Tiere sind. Ich sagen, wir holen das uns jetzt alles mit. Dauert jetzt zwar ein bisschen, aber das Essen, das wird uns sonst noch zum Verhängnis. Ich versuche jetzt auch in dem Projekt hier jetzt möglichst lang nicht zu sterben. Weizenkörner oder Samen weg. Meine Axt ist schon fast kaputt. Ernsthaft? Die Wolle haben wir genug. Vielleicht holen wir uns noch. Ey, stehen bleiben. Hier kommt die Polizei. Das ist noch eine Kuh. Ich würde sagen, ja komm. Gönnung muss sein. Das Schaf da oben hole ich mir jetzt nicht mehr mit. Oh ja, lecker. Zwei Fleisch. Da unten sind es noch Schweinfleisch. Und noch eine Kuh, perfekt. Oh Gott. Ey, hallo. Okay, damit ist dann meine Axt auch kaputt. Gott, deswegen brauche ich so viel Hits, um diese Schweine zu töten. So, so, so. So, so. Ey. Ja. Hallo, danke. Ich würde sagen, ich mache mir mal ganz kurz noch mal eine neue Axt. Dass ich mir, ich glaube, ich hole mir jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen von dem Holz damit, weil wenn ich mir dann in der nächsten Folge oder so, jetzt habe ich zwei Werkbänke. Wenn ich mir in der nächsten Folge oder so ein Haus baue, ist das Holz hier ganz schön, muss ich sagen. Dupp, 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 dupp. Komm, die Werkbank holen wir trotzdem mal mit. Man weiß ja nie. Bauen wir den Baum ab. So, 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 so. So, so, so. Perfektamente, würde ich sagen. Sagen wir, holen jetzt noch ein ganz bisschen Tiere mit. Dann gehen wir unter die Erde und machen uns Steinwerkzeuge. Oder holen uns erstmal Stein.
Oder hinten das Zuckerrohr könnte ich dann mitholen. Da brauchen wir das jetzt schon. Ja, komm. Bevor es uns nachher fehlt. Da ist ein Tintenfisch, nice. Hab's eingesammelt, ja. Eine Blume. Würde ich sagen, dann gehen wir jetzt auch unter die Erde. Oder schon perfekt, genau das ist perfekt. Das ist schon direkt Stein. Das ist ja super. Und dann bauen wir jetzt so lang ab, bis unsere Spitzhacke kaputt geht, das nicht mehr lang dauert. Also. Gott, die ist bald kaputt. Also Holzwerkzeuge halten echt nicht lang. Die lohnen sich nicht so richtig, aber am Anfang braucht man die halt. So. Hier können wir gleich mal unser Essen braten. Das ist super. Wie viel Stein haben wir denn schon? Wir gucken mal. Oh, schon 24. Das ist mega. Nice. Und wenn Nacht wird, könnten wir uns schon ein Bett machen. Das ist ja mal richtig. Also wir hatten jetzt hier so viel Glück mit den Tieren. Also, okay, da kam Sand. Wir hatten auf jeden Fall ziemlich viel Glück, wo wir gespawnt sind. Okay, wir sind jetzt da. Ich hatte schon mal das Glück, dass ich an einer Stelle gespawnt bin, wo wir, also, da war direkt an dieser Stelle, wir sind einfach in einem Dorf gespawnt und da hatten wir halt direkt Eisen und so. Das war halt schon cool. So, was machen wir? Das Holz verarbeiten wir noch einmal. Dann craften wir uns ein bisschen was. Wir gingen noch mal ein Bett. So ging ein Bett, oder? Nix da drauf. Ey. Ey. Wolle? Ja, perfekt. Dann holen wir uns noch mal einmal Stöcke. Machen uns einmal ein Steinschwert. Dann machen wir uns eine Steinspitzhacke. Oder Pickaxe. Wie man es. Spitzhacke, genau. Und noch eine gute alte Axt. Perfekt. Dann machen wir das mal in unsere Hotbar. So. Perfekt. Achso, und einen Ofen natürlich, ja. Sollen wir die Werkbank da stehen lassen? Ich würde sagen, ja, wir haben ja noch eine dabei. Oh, wir brauchen was zum Braten. Da gehen wir jetzt ein bisschen Holz noch farmen. Weil ich jetzt nicht glaube, dass wir jetzt direkt Kohle finden. Oder jetzt ich keinen Bock habe. Bobs, das ist Schucht, da ist Eisen. Und da ist Kohle. Was zur Hölle? Nein, ich wollte eigentlich sneaken, danke. Bauen wir uns damit Holz rüber. Aber wenn wir jetzt sterben. Gott im Himmel. Hallo? Place bitte? Place. Da unten liegt das Schweinefleisch. Brauchst du an der Stelle? Hier unten könnten schon Dias sein. Was ist denn los mit unserem Lack heute? Ein Sneak mal. Gott. Ich habe leicht Schiss, muss ich euch sagen. Da unten ist noch. Was macht man jetzt? Ich sag gerade, da sind Dias. Das Eisendach fällt runter, ne? Wir können versuchen, das zu bekommen. Perfekt. Wenn wir uns jetzt nicht ganz dumm dran stellen, perfekt. Also es läuft auf jeden Fall, würde ich mal so ganz grob sagen. Also jetzt schon Eisen. Finde ich schmackig. Oh, da ist ja noch Eisen. Ja, bruh. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt mit Pflastersteinen. Hier ist überall Eisen. Also Eisen dürften wir hier in der Höhle genug haben. Beziehungsweise Schlucht. So. Ey, es geht die ganze Zeit in F5. Ey, was machen wir jetzt? Ich möchte mal. Okay, da unten ist Wasser. Soll ich jetzt schon runtergehen? Ist halt die Frage.
Ist ja noch mein Weg nach oben, ja. Also wir sind noch nicht so weit unten. Ey, sind das da unten Dias? Oder ist das Gold? Ich gehe gleich auf jeden Fall mal runter. Weil wenn das Dias sind, könnte ich mir das nicht so leicht verzeihen. So, so, so. Geht's da runter? Nein, perfekt. Wir haben halt jetzt schon 12 Eisen. Sollen wir jetzt wagen und runtergehen? In die dunkle Schlucht. Warte. Ja, da liegt unser Schweinefleisch von Edgar, den wir getötet haben. Hup. Ich wag's. Das ist Gold. Toll. Die Lava da regt mich gerade. Ich baue die jetzt einfach mal zu. Ich keinen Bock habe jetzt in der ersten Folge an Lava zu sterben. So. Puh. Hau ruck. Aber ich finde unsere Ausbeute schon mal ganz schmackig. Ja, komm. Du Kohle. Ihr dürft auch noch gehen. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Kohle? Verrat es mir mal. 6. Frage ist, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir schlafen erstmal. Gute Nacht. Da sind wir auch schon wieder. Hab schön geschlafen. Komm. Ich mach mir jetzt einfach ein paar Fackeln. Was soll's? Hallo? Hallo? Ich erkunde einfach die Höhle weiter. Das Eisen. Ja, moin. Was mit uns los ist, habe ich keine Ahnung. Hier, dass es heller für euch ist. Hallo? Böses Wasser. Ganz böse. Böse. Hä? Und wo fließt das denn jetzt schon wieder? Naja. Wir bauen jetzt mal das Eisen ab. Ganz gediegen. So. Ah, da ist ja noch. Jetzt, ja, jetzt ist das Wasser weg. Wie viele Eisen sind hier noch mal? Also, ich würde sagen, wenn wir Werkzeuge plus Full Iron haben, gehen wir aus der Schlucht raus. Ich dachte gerade, da wäre noch mal Eisen. Da ist hundertprozentig noch irgendwo Eisen. Da sind Emeralds. Soll ich Emeralds mitholen? Emeralds heißen doch, dass in der Nähe Dias sind, oder? Oft. Ist gerade die Fledermaus in die Lava geflogen? Ich baue einfach die jetzt mit Steinspitzhacke ab. Ich weiß, das geht nicht, aber. Vielleicht sind jetzt ja hier drüber Dias. Nein. Wäre auch zu witzig gewesen. Wupp, wupp. Oh! Was sehe ich denn da? Ein Eisen. Oh. Gott. Bau es doch ab, bau es ab. Danke. Wenn es da noch ein Eisen ist, ist mir jetzt gerade egal. Ich sehe hier gar nichts. Leute. So. Überblick schaffen. Da oben ist noch Eisen. Was mache ich denn jetzt? Habe ich noch Cobblestone? Und wie viel? Baue mich jetzt mal mit hier mit Holz hoch. Wir müssen ja irgendwann. Ich weiß nicht, soll ich schon aus der Schlucht gehen? Ich bin mir halt nicht sicher. Ja, da unten das Gold. Ich weiß nicht, oh, ich weiß nicht, wofür ich außer es halt gerade für Goldäpfel, die wir noch nicht brauchen, wir das halt brauchen. Also, ja, Gold. Weil Gold ja eigentlich jetzt nicht so das Allerbeste ist. Hier oben auf jeden Fall mal noch Kohle mit. So,
ist das geil. Also die Schlucht hier ist echt nach meinem Geschmack. Ist doch alle die Erze, die sich da so schön für mich versammelt haben. Kommt du auch noch mit? Genau. Schöne Sache. Wo ist das Eisen? Ah ja. Genau, jetzt habe ich schon 28 Eisen. Das ist, oder 29? 24 für die Rüstung und dann 5 für Schwert und Pickel. Das reicht genau, ne, Leute? Ja, was soll's, wir holen da hinten das auch noch mit. Ich meine, Gönnung muss ja mal sein. Kann schon rüberspringen. Ja. Erstmal dann noch einen Block platziert. So. Ich mach. Da hinten ist noch Eisen. Perfekt. Noch einmal für euch, dass es heller ist. So. Oh, ist da viel Eisen. Ist mal no joke. Die Sache ist, für Eisen müssen wir wahrscheinlich nie wieder farmen gehen. So. Heute ist eigentlich mein Ziel, jetzt noch ganz kurz an die Oberfläche zu gehen. Kabelsum, komm mal hier runter. Spielzeit 30 Minuten. Toll. Jetzt decken wir uns mal wieder hoch. Man kennt den Hasen. Hey. Vielleicht sind wir ja bald oben. Also ich fände es cool. Danke. Hoch, 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 hoch. Doch nicht. Oh Gott. Also, den Granit mag ich nicht. Schnell weg mit ihm. Da sind wir schon fast oben. Beziehungsweise wir sind oben. So. Ich würde sagen, das Ziel für nächste Folge ist, vielleicht schon so den Anfang von einem Haus zu bauen. Ja. Und die Sachen zu braten. Ich suche mir hier jetzt schon mal irgendeinen Punkt, der ganz cool ist. Obwohl, da am See, da haben wir es doch eigentlich ganz... Haben wir es ganz schön. Komm, Kuh, das ist doch Teil des Videos sein. Dann hier bauen wir dann nächste Folge höchstwahrscheinlich unser Haus. Und ja, ich würde sagen, das war's doch auch von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da, haut rein und ciao!